Warum individuelle Werbeanzeigen nicht der Weg zum Erfolg sind und was du stattdessen machen solltest, erfährst du in diesem Video. Viel Spaß dabei. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir haben heute ein kontroverses Thema mitgebracht. Und zwar geht es darum, wie individuell sollten Werbeanzeigen sein, wie viel Kreativität sollte man da reinstecken und warum ist das vielleicht gar nicht so gut, wie man am Anfang denkt. Es ist ja so, Marketing wird immer so ein bisschen als, ich sag mal, Disziplin der Kreativen wahrgenommen. Man muss dann immer was Neues machen, man muss hier den Eyecatcher einbauen, man muss da vielleicht nochmal irgendwie eine Metapher mit einbauen. Und was wir wirklich festgestellt haben und wo wir auch wirklich mit Abstand die meisten Erfolge erzielen, ist, dass man das Rad nicht neu erfinden muss. Ja, also unseren Partnern erzähle ich eigentlich immer die gleiche Geschichte. Der Grund, warum zum Beispiel Mercedes so erfolgreich ist, ist, weil die immer den gleichen Motor vom Band bringen. Aber der funktioniert. Wenn du jetzt bei Mercedes ein Auto bestellst und die sagen dir, okay, ich habe jetzt jemanden drauf angesetzt, der wird einen ganz neuen Motor für dich erfinden und der ist noch nie da gewesen und mit dem fährst du dann los. Garantiere ich dir, dann wirst du dich nicht ins Auto setzen und mit 180 über die Autobahn fahren. Warum? Weil Mercedes so erfolgreich ist beim Motorbauen, weil sie auf bewährte Systeme legen. Und genau das ist im Grunde auch der Ansatz, den wir mit der A&M verfolgen. Ja, es gibt keinen Grund, wenn etwas funktioniert, das nicht wieder und wieder zu machen, wenn es dann nochmal funktioniert. Natürlich sollte man schon darauf achten, gewisse Unternehmenswerte mit aufzunehmen. Das ist schon klar, wenn es um Farbgebung geht. Aber gerade was so, ich sag mal, die technischen Einstellungen angeht bei der Werbeanzeige oder auch die Kommunikation. Wenn gewisse Dinge funktionieren, dann übernehmen wir die gerne. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man irgendwelche Sachen kopiert, sondern man geht einfach mit dem Zahn der Zeit. Weil es ist so, heutzutage werden Millionen, Milliarden von Euros vielleicht in den Werbenetzwerken jeden Tag ausgegeben. Es gibt eigentlich wenig da draußen, was so noch nicht vorgekommen ist. Natürlich gibt es immer mal wieder jemanden, der dann vielleicht so den nächsten Marketing-Coup irgendwie landet. Aber für dich als Fachhändler, als Handwerker, der entweder das Ziel hat, jetzt neue Aufträge zu gewinnen, bekannter zu werden in der Region, neue Mitarbeiter zu gewinnen, ist es eigentlich schon fast fahrlässig zu sagen, ich setze jetzt hier auf irgendein Experiment oder irgendeine neue ausgefallene Marketingstrategie, weil am Ende des Tages ist es irgendwo immer dasselbe. Ja, und wenn du wirklich das Problem hast, jetzt Aufträge ablehnen zu müssen, weil dir Mitarbeiter fehlen, dann setz auf einen Weg, setz auf einen Prozess, setz auf Werbeanzeigen, die so aktuell schon funktionieren und in der Vergangenheit auch funktioniert haben. Also es ist wirklich da ein großer Irrglaube zu sagen, ich brauche jetzt was Zündendes, diese neue Marketingidee, dieses neue Konzept, was jetzt irgendwie alle aus der Waagschale wirft. Mach was, was funktioniert. Such die Leute, die wissen, was funktioniert, in dem Falle logischerweise wir. Und dann wirst du merken, ist das der wesentlich entspanntere Weg zum Erfolg in erster Linie. Ein ganz bekanntes Beispiel dabei ist natürlich Werbung im Fernsehen und die immer wieder oder oft auf Fußballland zurückgreifen. Ja, ein Werkzeug, das bewährt ist, was immer wieder genutzt wird und was halt immer wieder funktioniert. Also das ist letztendlich systematisiert, wenn du weißt, ich will diese Erfolge erzielen, diese Zielgruppe erreichen, dann setzt du ja auf eine gewisse Maßnahme, die schon bewährt ist. Ja? Weil ansonsten verballerst du, wie du schon vorher gesagt hast, einfach wieder Werbebudget raus. Es ist letztendlich auch so, dass was wir machen für unsere Kunden, die A&M, es ist nicht so, dass deine Werbung nicht individual ist. Ja? Sie ist schon ganz individuell auf dich abgestimmt. Aber wir setzen auf bewährte Maßnahmen. Das heißt, wenn wir da irgendwo schon 2-3 Millionen Euro Werbebudget rein investiert haben, dann können wir dir auch mit reinem Gewissen raten, beziehungsweise von etwas abraten, was du machen sollst und was du nicht machen sollst. Ja? Deswegen ist es gerade am Anfang zum Start der Kampagne noch wichtiger, auch bewährte Maßnahmen zu setzen, statt jetzt ja komplett neue Dinge zu probieren. Weil dann startest du die Kampagne und floppst im schlimmsten Fall und dann hast du keinen Gewinner daraus. Ja? Findest keinen Kunden, Kunde ist unzufrieden, erreichst niemanden von der Zielgruppe und deswegen solltest du da auf jeden Fall erstmal auf Bewährtes setzen. Genau, also ganz wichtiger Punkt, mein Kollege hat es gerade schon angesprochen. Wir bei uns, bei der A&M, machen das eben so, wir setzen mit unseren Kunden die Werbekampagnen um, die nachweislich funktionieren, also die das Ziel erfüllen, warum wir jetzt eben diese Werbung schalten. Wir machen aber natürlich für uns die eigenen Tests. Ja, also wir testen auch neue Konzepte, wir testen auch neue Ideen, neue Ansätze. Und sobald wir da merken, okay, das könnte jetzt besser funktionieren als das, was wir gerade eben als unseren Standard definieren, dann gehen wir natürlich auf unsere Kunden zu und setzen das um. Ja, aber gerade wenn du die ersten Werbekampagnen für dich schaltest, die ersten Gehversuche machst im Marketing, dann schau wirklich, dass du das Geld am Anfang da investierst, wo es sinnvoll ist. Zieh auch gerne den Vergleich, wie gesagt, mit anderen Branchen. Ich würde mir jetzt auch von niemandem ein Terrassendach
irgendwo aufbauen lassen, indem er sagt, gut, ich habe jetzt hier ein neues Konzept, ich brauche nur 4 Schrauben statt eigentlich 40. So, das würde man ja nicht machen, aber Marketing ist es halt immer noch so, dass man sagt, gut, das muss individuell sein, es muss besonders kreativ sein, aber es muss nach unserer Auffassung her im ersten Moment mal funktionieren, es muss das Geld wieder reinbringen, was du da investierst. Und dann kann man sich über die anderen Punkte Gedanken machen, was wir hier natürlich auch tun. Wenn du wissen möchtest, wie das Ganze für dich funktioniert, komm auf uns zu, schau dir die anderen Videos an, melde dich bei uns, abonniere diesen Kanal und dann wirst du sehen, wird das Ganze auch für dich funktionieren. Viel Spaß dabei erstmal, dir noch einen angenehmen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald.